So, da sind wir wieder. Zwischendurch mal kurz Diablo neu gestartet. Ich habe den Stream über den Badger-Song angemacht. It's a Badger, Badger, Badger. Falls ihr den nicht kennt, gibt's mal ein. Also Badger. Ja? Also, was ist das eigentlich, ein Badger? Ein Dachshund, oder? Nee, nicht Dachshund. Ein Dachs. Ein Dachs. Ein Badger ist ein Dachs. It's a Badger, Badger, Badger. Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Sie tranken Wasser, das von einer Art Fäulnis besudelt war. Vermutlich eine verlorene Kreatur, die im Brunnen ertrunken ist. Hatten wir das Thema nicht schon mal mit dem Gift im Wasser? Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Ah, nun, ja schon. Es gibt da ein heiliges Zakarum-Relikt in unseren Gruften. Aha. Ich habe von einem Dieb gehört, der es sich in seine Sammlung holen will. Das Relikt ist ein Symbol, wisst ihr? Es wird benutzt, um unsere Toten gebührend zur Ruhe zu betten. Es steht für das Licht, das ewig in uns allen leuchtet. Es ist uns allen eine Flamme der Hoffnung. Ich... Verzeiht. Es ist recht wichtig. Wenn ihr uns das heilige Symbol zurückbringen würdet, stünden wir in eurer Schuld. Nicht nur, stündet weil ihr ihr, es ja? den Händen stündet. Des Dieles entreißt, sondern auch, weil ihr unseren Kranken etwas Trost spendet. Na gut. Also, ich hätte es nicht gemacht, nur um in eurer Schuld zu stehen. Aber er hat da am Ende was doch Relevantes aufgemacht. Es gibt ja Kranke dadurch. Den Kranken möchte ich wirklich helfen. Aber erstmal setzen wir uns hin und denken drüber nach. Das habe ich verklickt. Wer heißt ja? Was? Ludivena? Ludivena wurde getötet. Oh. Ludivena. Ludivena? Ludivena? Bin mir nicht sicher. Ich bin ja kein richtiger Russe. Ich spreche ein bisschen Russisch. Aber Ludivena. Ludivena? Ludivena? Keine Ahnung. Fragt jemand anderen. Hä? Was? Hä? Hier? Das heilige Symbol des Gottes, den Besucher dieses Ortes finden wollen. Ach, da unten! Nee. Hä? In der Gruft des Heiligen. Die Gruft. Der. Die Markierung ist so scheiße positioniert. Die ist hier oben. Aber die gehört zu der Gruft da unten. Was? Wo soll ich hin? Was wollt ihr von mir? Alter Schwede, okay. Alles gut. Nein, Sturm. Die Hitze ist halt auch wieder widerlich. Ich habe die ganze Zeit hinter mir den Ventilator rattern. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht, wenn ich mich so rumdrehe. Da steht er. Er dreht die ganze Zeit. Und ganz halt hier Eistee. Ah, ich bin am Eingehen, ganz ehrlich. Dreckshitze. Widerlich. Ich hasse den Sommer. Was war das gerade? Fesseln. Ohne. Was? Eine Glyphe? Eine Glyphe aus einer Urne gezogen. Auch nicht übel, wa? Ich glaube, ich muss mal wieder Diablo 3 spielen. Wo man sich einfach so durchdrehen kann. Mit der Demon Hunterin. Nein. Tu mir das nicht an. Nein.
Warum machst du das? Oh Gott. Hallo Shadow. Heil gehen, sagt sie. Muss ich auch gleich. Warum? Mach das bitte nie wieder. Es trifft mich sofort. Den Wetterwechsel? Du machst das wegen dem Wetterwechsel oder was? Ach so. Oh Gott, ich hasse dich. Lass das sein. Das gibt's doch nicht mehr. Feuer. Genen. Und wenn du das Wort Genen von einem Computer aussprechen lässt, das bringt mich nicht zum Gehen. Ach, doch, scheiße, es tut's. Hör auf damit! Ich komm gleich rüber. Wie war dein Tag? Ach Gott. Ich muss gerade übelst lachen, ey. Ich hoffe, alles ist okay bei dir. Das ist doch schön. Oh Gott. Leck mich im Popo. Was? Wer hat das gesagt? Leicht müde. Ja, das glaube ich dir. Aber warum gibst du es weiter? Oder das, was gestern war? Was war denn gestern? Ach das. Ich habe noch, nachdem du offline gegangen bist bei Pokémon, du redest nicht mit Pokémon, habe ich noch ein paar der Tausch-Evos und allgemein ein paar der eher selteneren Evos aufgehoben für dich. Können wir dann beim nächsten Mal, kann ich dir dann weitergeben. Beziehungsweise heute eigentlich noch. Also ich mache jetzt noch ein bisschen Diablo. Nur noch ein bisschen. Und dann machen wir weiter mit Pokémon Stream. Und da habe ich dann wieder ein paar Pokémon für dich. Aber übertreib's bitte nicht. Also sag nicht bei jedem Pokémon, ja, das nehme ich. Weil ich will nicht meine Truhe aufräumen, indem ich es in deine Truhe verlege. Macht ja gar keinen Sinn. Ich gebe dir gerne ein paar seltene Pokémon ab. Ein paar seltenere Evos oder sowas. Oder Tausch-Evos, dass du sie auch bekommst. Aber jetzt sag nicht zu jedem Pokémon, ja, das nehme ich. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich will doch nicht bei dir alles voll klatschen. Ich nehme sie. Sie sagt einfach, ich nehme sie. Nein, tust du nicht. Dann ist aber deine Truhe voll. Meine Truhe ist ja auch voll. Und ich weiß schon nicht mehr, wohin damit. Und ich bin beim Ausräumen. Aber wenn ich meine Truhe in deine reinräume, macht das gar keinen Sinn.
Ja? Du musst ein bisschen sortieren. Gucken, was braucht man überhaupt noch. Ja, du bist einer. Zeit. Kann man eigentlich auch Legendaries vertreten? Kann man Legendaries bei Pokémon Revolution Online vertauschen? Wenn ich irgendwann mal mit Pokémon Revolution Online durch bin. Den müssen wir noch machen, ne? Sehe ich gerade. Wenn ich irgendwann mal mit dem Spiel durch bin und dann so langsam ein anderes Spiel anfangen. Also ich werde dann, glaube ich, danach werde ich dann einen Haufen Pokémon-ROMs machen. Sachen, wo man nicht ewig dran rumspielt. Ne? Und wenn man die Evos vertauschen, die Legendaries vertauschen kann, dann würde ich die wahrscheinlich einfach alle an dich vertauschen. Ich werde jetzt versuchen, alle zu fangen im Laufe der nächsten Monate. Wenn ich irgendwann mit dem Spiel durch bin, ich brauche die Legendaries ja gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wozu ich sie brauchen würde. Man benutzt sie nicht im PvP, glaube ich. Meistens ist sowieso verboten. Ich mache auch kein PvP. ich mache dann gegen Ende jetzt die Bosse mit meinem Boss-Team. Also theoretisch, heiliges Relikt der Sakharum, theoretisch könnte ich sie dann alle einfach an dich weitergeben. Bringt das Artefakt zur Sakharum-Kirche zurück. Nein, die Kirche kann mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Kirchen sind scheiße. Ich pisse immer meiner lokalen Kirche ins Weihwasser. So. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Ah, als würde ich in eine Kirche reingehen. Ha! Ich würde verbrennen. Nach der Türschwelle. Aber ja, also die Pokémon Legendaries. Das war knapp. Bei Revolution Online. Würde ich schon gerne an irgendjemanden weitergeben. Wenn das geht, ich weiß es gar nicht. Ich habe sogar noch auf meinem alten Account, habe ich ja noch Mew und Celebi. War nur die. Keine anderen gehabt. Damals. 2017. 2017 war das noch mit meinem ersten Account. Wenn man die wirklich tauschen kann, dann könnte ich dir theoretisch heute schon einen Mew und einen Celebi geben. Wobei das Mew scheiße ist, das Mew ist ein Sink. Das Mew ist ein Adamant-Sink, glaube ich, geworden. Und das Celebi war, glaube ich, auch dreckig. Aber, ja. Die anderen vom aktuellen Account könnte ich dir dann auch dann geben, wenn ich dann in ein paar Wochen oder Monaten aufhöre, ne? Wir machen dann auf jeden Fall weiter mit Pokémon-Content, weil das mir übelst Gaudi macht. Aber bei Revolution Online sehe ich halt irgendwo ein Deckel-Limit, wo es nicht weitergeht. Und da müssen wir was anderes suchen. Und so richtig Gaudi hätte ich erstmal auf diese scheiß Rocket Edition Pokémon klauen. Und dann mal schauen, was wir noch rumspielen werden. Wir können dann so viele Mods durchgehen. Es gibt ja so viele krasse Mods. Vor allem der Kufo. Der Kufo, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Kumpel von mir aus dem Real Life. Der streamt ja auch ein bisschen. Und der mault seit Monaten rum und will, dass ich endlich mal mit Pokémon Revolution Online fertig bin, weil er will das auch streamen. Aber will es nicht streamen, während ich es noch streame, damit wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Was ich sinnlos finde,
wo ich ihm schon tausendmal gesagt habe, stream es doch einfach. Ich streame nicht jeden Tag Pokémon und ich streame auch nicht jeden Abend Pokémon. Dann stream es doch einfach, wenn ich es nicht gerade streame, ne? Dann kann ich meine Zuschauer zu dir schicken und du schickst deine Zuschauer zu mir. Und ich sage, nein, ich will das nicht. Die sind dann alle bei dir und ich habe dann keine Zuschauer und so, weißt du? Der sagt dann wirklich, alle seine Zuschauer, die klaue ich und dann, er hat dann keine mehr. Wo ich mir denke, Digga, wenn ich gerade kein Pokémon streame, dann sind die doch bei dir. Weil ich denen sage, geh doch beim Kufu gucken. Na? Aber naja. Er will, dass ich mit dem Spiel endlich mal fertig bin. Aber ich bin mit dem Spiel sobald noch nicht fertig. Das dauert noch ein Weilchen. Das sind auf jeden Fall noch ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate. Weil ich will ja auch noch das das Sommer-Event jetzt mitnehmen, was demnächst anfängt. Und ich will auch noch das Halloween-Event mitnehmen, was dann irgendwann im Herbst anfängt. Das heißt, ich muss ja bis zum Herbst spielen. Und unabhängig von dem Müssen, werde ich ja noch locker bis zum Herbst spielen, weil ich muss ja noch mein Boss-Team trainieren, dann die ganzen Bosse durchgehen. Es gibt über 40 Bosse und man kann nur 20 Bosse aller zwei Wochen machen. Das heißt, ich brauche allein schon für die Bosse 1,5 Monate. Mindestens 1,5 Monate. Das ist ohne das Trainieren des Boss-Teams. Und das ist ohne die ganzen Legendaries, die ich noch fangen muss. Also, wir sitzen da auf jeden Fall noch bis zum Ende des Jahres dran. Und dann machen wir irgendwie vielleicht Rocket Edition. Und das will der einfach nicht raffen, dass ich dem immer wieder sage, dann spiel es doch einfach. Warum wartest du auf mich? Ich schicke gerne meine Zuschauer zu dir rüber, wenn ich jetzt gerade mal nicht spiele an dem Abend. Na? Und der, nein, das will ich nicht. Das guckt doch keiner zu. Wenn keiner zuguckt, ist wahrscheinlich dein Problem. Aber naja. Ja. Macht mich fertig sowas. Weil es ist halt einer meiner besten Freunde. Und ich will einfach nur, dass er auch Spaß hat und das spielen und streamen kann, was er will. Aber er will es einfach nicht machen, weil ich es gerade mache. Ja? Vor allem, er hat ja damit angefangen. Dann habe ich ein, zwei Wochen später damit auch angefangen. Dachte so, ey, ja, wir können uns ja abwechseln, weil der hat ja vielleicht zweimal die Woche. Hat er gestreamt, ne? Dass wir so, ah, da kann ich doch an den Tagen, wo er nicht streamt, kann ich auch mal streamen. Habe ich damit angefangen. Abwechselnd. Und dann sagt er, nee, jetzt streamst du das, jetzt kann ich das nicht mehr streamen. Ah. Warum? Warum, Digga? Warum? Ja, lach nicht so dreckig, ey, ist gemein. Das ist gemein. Ach. Übertreib's mal bitte nicht, ja? Mir geht's halt gerade darum, ne, dass ich ihm quasi das Streaming verkackt habe und er mir jetzt die Schuld dafür gibt. Wobei ich dachte eigentlich, wir könnten uns abwechseln, weißt du? Also jetzt übertreib's dann bitte nicht, weil ich find's schon scheiße irgendwie. Find's schade. Wir könnten uns so wunderbar abwechseln, weißt du? Einer macht mal, dann macht mal der Nächste und so. Das wäre so super. Dann könnten wir uns weiterschicken, hey. Jetzt streamt der Kufu, schaut mal zu dem rüber am nächsten Tag. Ne? Und dann sagt der Kufu am nächsten Tag, hey, morgen streamt der Dös, schaut mal zu dem rein. Ne? Aber ich habe es ihm quasi so verkackt, dass er sagt, nee, ich streame nicht, solange du es noch streamst. Der wartet jetzt wirklich drauf, dass ich irgendwann fertig bin. Das finde ich schade.
Hast du eigentlich schon gesehen, was wir jetzt am nächsten Freitag planen? Die nächste Nudel-Challenge. Nein, nein. Ach Gott, ich? Nein. Der Khufu tut mir leid, weil der das jetzt abgebrochen hat, das Projekt. Also nicht jetzt, der hat das ja jetzt schon vor einem Jahr quasi fast schon abgebrochen. Meinetwegen. Er tut mir leid. Ich habe quasi ihm das Projekt ruiniert. Und deshalb fühle ich mich scheiße. Warte. Ich mache mir Vorwürfe. Warte. Naja. Müssen wir mal gucken. Rest in... Ich bin noch nicht tot. Noch bin ich nicht tot, ja, junges Fräulein. Nee, aber... ich habe gestern Abend, ich glaube, bei Pokémon, da warst du aber schon im Feierabend, da warst du schon weg. Da habe ich gezeigt... Ich habe gerade Platten-Mode aktiviert, weißt du? Blutnebel. Aber eine Millisekunde zu spät. Was ich gerade sagen wollte. Gestern Abend habe ich ja habe ich erklärt, was ich für Freitag geplant habe. Da warst du aber, glaube ich, schon im Feierabendmodus. Da warst du schon weg. Willst du wissen, was ich geplant habe? Oder willst du überrascht werden? Bist du überhaupt da, Freitagabend? Wo ist denn hier der Schmied? Unten. Ich habe lange überlegt, ob ich die 1 Million Scoville Currywurst Challenge machen soll. Oder ob ich wieder eine Nudel-Challenge mache. Das Problem mit der Currywurst-Challenge ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das aufnehmen oder streamen soll, ohne dass jemand sagt, ja, du hast doch da eine Schnittpause gehabt, eine Aufnahmepause gehabt. Du hast es einfach ausgetauscht oder so. Also, ich hab bei mir in der Stadt eine 1 Million Scoville Currywurst, die ich auch schon öfters mal gegessen habe. Die esse ich gerne, die ist lecker und die könnte ich auch gerne mal in einem Stream machen. Das Problem ist bloß, ich kann das nicht live von der Bude aus streamen, weil ich das Datenvolumen dafür gar nicht habe. Ich könnte es aufnehmen und dann später hochladen. Das wäre eine Option. Aber die Leute wollten ja, dass ich gleich streame. Das kann ich nicht. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Ich habe dieses Datenvolumen einfach nicht auf meinem Handy. Deshalb erstmal diesen Freitag keine Currywurst. Keine 1 Million Scoville Currywurst. Wir machen Nudeln. Diesen Freitag. Wie so oft schon davor, ne? Aber diesmal auch ein bisschen anders. Moment. Ich brauche mehr Essenz. Normalerweise habe ich ja immer diese Pakete, die man kurz aufkochen soll und dann nochmal anbraten soll, richtig? Ich hole gleich nochmal kurz sowas. Mm-hmm.
Ne? Die hier, ne? Vor allem die gleich die Triple Spice geholt, ne? Wenn das gleich zeigen muss, muss er gleich die Triple Spice zeigen. Ne? Da sind hier 5 Pakete drin. Und so ein Paket soll man eigentlich einmal kurz aufkochen und dann nochmal kurz anbraten. Es gibt davon aber auch eine faule Version, wo man einfach nur im Sinne von Instant Noodles einfach kochendes Wasser drauf kippt und es ist fertig. Die hier. Na? Und die werden wir am Freitag machen. Da kippe ich dann einfach nur Wasser drauf. Lass es durchziehen. Kipp das Wasser raus. Und dann werde ich auf die Nudeln das Soßenpaket der Double Spicy und natürlich das Soßenpaket der Triple Spicy draufschmeißen. Ja, das wird das erste Mal, dass wir Double und Triple Spicy kombinieren. Bin mal gespannt, wie es wird. Malizia, Mensch. Hallo. Und ja, du bist scharf genug. Na, wie geht's dir? Ach, Mensch, du. Alles fit bei dir? Du zockst wahrscheinlich auch gerade noch Diablo, aber bist ein bisschen weiter als ich, würde ich mal so behaupten. Bestimmt mindestens ein Level 100 Charakter. Ich bin leider nicht dazu gekommen, dass... Das Leben ist gerade so stressig. Ich hatte die Zeit dafür nicht. Und zu viele andere offene Stream-Projekte. Schlimm. Mit Pokémon und Brotato und Dead Island und sonst was. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich überhaupt die erste Season spiele. Ich habe ja eigentlich das Paket gekauft, wo man in der ersten Season noch extra Boni bekommt. Aber aufgrund der niedrigen Zuschauerzahlen bei Diablo überlege ich gerade echt, ob ich die erste Season einfach nicht mache. Weiß nicht. Ich habe Gaudi am Spiel. Aber es schaut keiner zu. Und wenn keiner zuschaut und keiner mitquatscht, macht das Spiel auch keinen Spaß im Stream. Kammer der verlorenen Seelen? Du bist schon 180. Naja, so, ich bin gerade mal bei meinem ersten Charakter 62. Also, da hast du schon einiges geleistet. Im Vergleich zu mir. Aber wie gesagt, ich hatte ja echt so wenig Zeit. Das ist echt ganz schlimm. Ich hätte so gern viel mehr gespielt. Das macht mir Gaudi, aber irgendwie guckt kein Schwein zu. Ja, der Dungeon ist durch. Einmal. Wow. Und raus. Season muss spielen, ist ja wieder was anderes. Weil ja jeder neu anfängt. Kann sein, dass mehr Leute zuschauen. Jetzt kann es sein,
weil viele schon so weit vorne sind. Ich hab's ja schon gestreamt, als es noch gar nicht raus war. In den 4 Tagen davor, weißt du? Wo nur die mit dem teuersten Paket spielen konnten. Und ich hab's ja auch damals gespielt in den Betas, die man auch nur mit dem teuersten Paket spielen konnte. Also in der einen Beta zumindest. Die zweite war ja open. Ne? Und selbst da waren die Zuschauerzahlen einfach scheiße. Ich weiß nicht. Ich habe bei Pokémon mehr Zuschauer als hier. Das finde ich traurig. Finde ich echt traurig, weil ich Diablo so viel geiler finde. Aber keiner guckt zu. Und wenn dann der Chat so leer ist, dann habe ich auch keinen Spaß. Als Streamer will man ja Interaktion mit dem Chat haben. Ne? Bisschen hin und her, ein bisschen geplapperer, ne? Dann mehr Werbung. Wo mache ich denn bitte mehr Werbung? Weiß nicht. Soll ich Werbung kaufen auf YouTube? Ich habe das Relikt geborgen. Beim Licht? Oh, zugegebenermaßen hatte ich wenig Hoffnung, dass... Wir stehen wahrlich in eurer Schuld. Hast du als Kategorie drin? Was ist Kategorie? Unserem Volk Trost spenden. Möge das Licht euch leiten. Mal eine Frage. Hast du als Kategorie drin? Du musst schon sagen, was du meinst als Kategorie drin. Ich weiß nicht, was du meinst als Kategorie drin. Deutsch? Ja. Du kannst doch gucken, was gerade drin steht. Und jetzt hier im Twitch. Ja? Jetzt gerade im Twitch. Was steht hier drin? Steht drin... Deutsch, Chat, Gaming, PCG, weil dieses Pokémon-Chat-Game gerade drin läuft. Dann sogar voll ausgeschrieben... Pokémon Community Chat Game und dann sogar nochmal Englisch, weil ich ja auch Englisch spreche, wenn jemand fragt. Also ich habe drinnen Deutsch, Chat, Gaming, PCG, Pokémon Community Chat Game und Englisch. Und wie gesagt, wenn jemand was auf Englisch fragt, kann ich dem auch antworten. Das habe ich drinnen. Keine Ahnung. Soll ich noch extra reinschreiben, dass wir auch Loot haben? Hat nicht jeder Channel Loot? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich noch reinschreiben. Wir haben Loot. Chat Loot. Twitch Loot. Wie auch immer die Scheiße heißt. Aber ja, das habe ich auch drin. Ist es da, wo Diablo 4 steht drin? Die Frage verstehe ich nicht. Nee. Diablo 4 ist das Spiel. Und dann gibt es noch Tags. Also, ich die Frage nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Kategorien. Oh ja, das Video kann ich jetzt ausmachen. Wir sehen uns im nächsten Video.